alle, die bereits den neuen Inhalten für 2024 entgegengefiebert haben, können aufatmen. Es sind erste Screenshots zum neuen Burgen- und Schlösserset aufgetaucht. Wer am Dienstagabend in der EA-App unterwegs war, wird es eventuell schon gesehen haben. Vor einer offiziellen Ankündigung war bereits das Burgen- und Schlösser-Set, welches am Donnerstag, den 18. Januar erscheinen wird, aufzufinden. Neben den ersten beiden Screenshots konnten wir auch eine Produktbeschreibung des 5 Euro teuren Mini-Inhalts lesen, die ihr hier im Hintergrund sehen könnt. Damit ist ziemlich klar, wann die Ankündigung für dieses Pack stattfinden wird. Aus der Vergangenheit wissen wir, dass meistens zwischen Ankündigung und Veröffentlichung 2 Tage liegen. Damit tippe ich mal auf den 16. Januar als Tag der ersten Infos. Vermutlich wird zeitgleich zur Veröffentlichung von Burgen und Schlössern auch das Gothic-Style-Set erscheinen, dessen Produktseite allerdings noch nicht geleakt wurde. Damit steht auch recht sicher ein weiterer Termin fest, die neue Roadmap für die Sims 4. Diese sollte dann noch heute am Donnerstag, den 10. Januar veröffentlicht werden, welche immer zeigt, auf welche Inhalte wir uns in den nächsten 3 Monaten, also von Januar bis März, freuen können. Wenn es dazu neue Infos geben sollte, halte ich euch natürlich auf dem Laufenden. Abonniert unbedingt den Kanal, wenn ihr keine weiteren Infos verpassen wollt, und schaut in der Beschreibung vorbei, wenn ihr bis zu 70% auf die verschiedensten Sims-Packs und Spiele bei Instant Gaming sparen wollt. Also dann, bis zum nächsten Video.